Hi Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich in Saarbrücken bin für ein paar Tage mit meiner Schwester. Ich habe kein Intro gedreht, deswegen mache ich das jetzt. Wir waren gerade ein bisschen bummeln und haben ganz viele von euch hier in Saarbrücken getroffen. Deswegen werdet ihr jetzt im nächsten Clip sehen. Viel Spaß dabei. Das war mega cool. So Leute, ich habe hier mal angekündigt, dass ich, wenn ich in Saarbrücken bin, dass manche vorbeikommen könnt und dass ihr Hi sagen könnt. Und ich will jetzt Hi sagen. Isabel. Sorry. Sarina. Ja, und die haben mich gerade hier im H&M gesehen, während wir gerade shoppen waren. Und es war mega nice, dass ihr vorbeigekommen seid. Wollt ihr irgendwas sagen? Jemanden grüßen? Euer Instagram nennen? Nee, nicht wirklich. Insta easyxm22. Du? x.sasa_blvtkx. Wow. So Leute. Hallo. Wie heißt du eigentlich? Sophia. Sophia, die Sophia ist auch da und ich grüße die Dea, die leider nicht da sein kann. Danke. Weil das ist eine Freundin von ihr und die ist leider in der Uni. Aber sau cool, dass du da vorbeigekommen bist. Ja, ich mache mich auch sehr happy. Und wir haben hier auch die nächsten, die sogar mit Doja ein Bild machen wollten. Süß. Ich bin gerade im Kiko und habe die Theresa getroffen. Hallo. Möchtest du irgendwas sagen, jemanden grüßen, irgendwas? Caro ist die tollste YouTuberin. Oh. Meine Freundin Caroline. Oh. So, heute geht alles auf mich, würde ich sagen. Natürlich. Ja. So, bei Kiko gibt es nämlich heute diesen Rabatt, dass man zwei Sachen sich raussucht. Und dann kriegt man zwei Sachen, die günstiger sind, kostenlos dazu. Und deswegen habe ich mir einen Lipgloss rausgesucht und Doja sich die drei Sachen. Und heute Abend werden wir ihr mal zeigen, wie man sich schminkt. Dann drehen wir dieses Video, ne? Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg, auf der Suche, Schuhe zu finden. Sommerliche Schuhe, die sie anziehen kann. Weil wir haben ja dieses wunderbare Gehen bekommen von Halux. Love it. Und sie hat auch noch extrem große Füße, also 41, ne? 40, trotzdem schon groß für eine Frau. Deswegen suchen wir jetzt ein paar schöne Schuhe, die passen. So, wir haben uns jetzt Bubble Tea geholt. Ich habe Maracuja Pfirsich und Doja hat Pfirsich Erdbeer. Wir sitzen jetzt hier und trinken unsere Bubble Teas. Und ich würde sagen, wir machen uns dann auch gleich auf den Weg. Oder hast du noch Bock, irgendwo hinzugehen? Ja. Hey? Irgendein Supermarkt, um richtiges Wasser zu kaufen. Ja, okay. Das können wir in Dings machen. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ja, wir fahren jetzt zurück, denke ich mal. Ja. Und ich habe da ja ein bisschen Schminke geholt. Vielleicht werden wir sie heute mal ein bisschen schminken. Oh, nice. Excited. Not really. Ja, weil du wirst in diesem Sommer ins Schminkgame kommen, ob du willst oder nicht. Wir machen so ein Video. Eine Hälfte du, andere Hälfte ich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ich habe nicht genug Schminke hier. Das müssen wir zu Hause machen. Ich sitze jetzt hier bei meinem Opa im Garten. Opa, willst du eigentlich auch mal in meinen Vlog? Was dann? Willst du auch mal ein Video kommen? Nein, ich bin ja schon drin. Nein. Doch, gestern hast du... Nein, das war ein Bild. Das ist jetzt wieder weg. Also, willst du mal in so ein Video kommen, was du dir auch schon mal von mir angeschaut hast? Nee, an sich nicht. Wie ihr es schon seht, bin ich abgeschminkt. Wir haben jetzt schon nach 12. Ja, wir haben jetzt nicht mehr so große Lust, uns zu schminken oder so. Aber ich habe mir eine Augencreme geholt. Und zwar die von Lovely von Paola Maria. Weil ihr jetzt so gehypt wird, wollte ich sie unbedingt auch ausprobieren. Und deswegen mache ich das jetzt. Ich weiß, ich sehe super erotisch aus. Also das Packaging ist schon mal very on fleek. Sieht sehr bougie aus. Rund um die Augenpartie, morgens und abends einklopfen. So, jetzt werde ich blind wie ein Maulwurf sein. Deswegen muss ich ganz nah an die Kamera ran. Richtig gut. Das ist schon mal ein Pluspoint. Oh, ich würde gerade sagen, auf den ersten Dings erfrischt es nicht wirklich meine Augen, aber es hat schon so einen kühlenden Effekt, sobald man es drauf hat. Ja, mega. Nice. Ich gebe das gerne lieber mit dem Finger auf, als mit diesem Ding, obwohl probieren wir es mal mit dem Ding. Well, I think that's not how it's supposed to be.
Okay. I think that's not how it's supposed to be. Do I look different? Ja, ich werde die jetzt demnächst weiter ausprobieren. Es hat schon einen krass kühlen Effekt, muss man schon sagen. Also es fühlt sich so... Oh gut, hier steht sogar für Kontaktlinsenträger geeignet. Das hätte ich vielleicht vorher lesen sollen. So schlau wie ich bin, habe ich es natürlich nicht gemacht. Aber ich werde euch dann im nächsten Vlog sagen, wie ich die finde und so. Also vom ersten Eindruck war es schon sehr kühlend am Anfang. So, dann habe ich mir dieses Scheißteil hier geholt. Ich habe es nicht genug geschüttelt, aber ist auch meine eigene Schuld. Und dann ist es rumgespritzt, wie sonst irgendwas. Und mir in den Haaren gewesen. Es war nicht geil. Probieren wir es jetzt nochmal. What the fuck? This is so weird. Is this supposed to be like this? Seht ihr? Das meinte ich. What is this? So. Das hat jetzt hier überall hingespritzt. I don't think this is supposed to be like this. Meine Arme waren heute extrem trocken, deswegen habe ich schnell noch mir eine Bodylotion geholt. Und dann war ich so, oh, das habe ich noch nie ausprobiert. Let's give it a try. Ja, sonst gibt die viel Feuchtigkeit ab, aber ich probiere es jetzt einfach nochmal. An mein Bein. Wieso ist das so komisch? Ich glaube, man muss das näher dran halten. Okay, das ist jetzt viel. Huh. Sieht ein bisschen aus wie Rasierschaum. Ich beende hier den Vlog. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Also ich beende hier den Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Und am Samstag ist endlich Luis wieder da. Da freue ich mich mega drauf. I miss my Mimi. So Leute, ich bin gerade erst die Tür rein. Übrigens, Papa, irgendwie habe ich die Ausfahrt oder so verpasst, was ganz komisch war, weil auf meinem Navi stand noch 13 Minuten bis Würzburg oder so und dann rausfahren. Dann habe ich nach vorne geschaut und plötzlich gucke ich hin und dann war die Anzeige ganz anders. Stand da so in 2,3 Kilometer Ausfahrt nach Mörfelden. Bin ich durch Mörfelden und Langen gefahren. Was? Ja, voll komisch, ganz, ganz komisch. Und heute sind ganz viele komische Autofahrer unterwegs. Ja. Ein LKW-Fahrer, so ein Spaß. Da war dieser Einfädelungsstreifen, ich wollte gerade so auf die Autobahn, habe ich extra Gas gegeben, damit ich den auch überholen kann. Ne? Hat der auch Gas gegeben, der da musste ich so abbremsen, weil ich da sonst gegen die Leitplanke gefahren wäre, weil der mich nicht reingelassen hat. Das kommt vor. Ja, das ist ein Spaß gewesen. Ich habe nämlich auch ein paar Pakete bekommen, worüber ich sehr glücklich bin. Öffnen wir das Ganze mal. Erstmal meine Amazon-Bestellung. Da habe ich mir ein Wimpernserum bestellt, weil meine Wimpern ja von den Wimpern-Extensions extrem abgedingst sind. Und dann habe ich mir einfach das hier mal bestellt. Das hat eigentlich eine ganz gute Bewertung. Ich hatte das auch schon mal. Hallo, please focus. Das hier. Und dann habe ich letztens auf Instagram mal gefragt, ob irgendjemand gute Wimpern kennt, weil ich, meine Schuld, ich gehe sauschlecht mit meinen Wimpern um, das will ich mich jetzt ändern. Und ich habe in meinem Badezimmer so einen Haufen voller Lashes. Manche haben noch ihre Pärchen, manche haben keine Pärchen mehr, die liegen dann einzeln da. Und dann ist Secret Lashes auf mich aufmerksam geworden. Waren so, ey, stopp, wir können dir Lashes schicken. Und die haben mir gerade so viele Lashes zugeschickt. Ach du heilige Scheiße, vielen, vielen Dank. Die sehen schon mal sehr geil aus. Gesundheit. Sehr fluffy auf jeden Fall. Sehr geil. Dann haben wir hier... Nochmal Nummer 6. So, das hier sind alle Lashes. Wir haben viele natürliche, ein bisschen mit mehr Volumen und sehr dramatische. Die hier zum Beispiel sind absolut überhaupt nicht mein Fall. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die Wimpern so nah ineinander gesetzt sind. Steht mir einfach nicht. Ich sehe da ein bisschen aus wie... extrem wie eine Puppe. Ich sehe geschminkt aus wie eine Puppe, aber mit denen sehe ich noch extremer aus wie eine Puppe und I don't like this. Was ich aber geil finde, ist, wenn die hier so Lücken zwischeneinander haben.
Da sieht man auch viel mehr vom Eyeshadow, was man bei denen meistens nicht sieht. Und so auf den ersten Blick finde ich die sehr geil. Die hier, das ist mein Fave. Und die zwei auch, ja. Dankeschön für die Lashes. Ich freue mich sehr darüber. Jetzt kann ich endlich mal ein bisschen Ordnung da oben schaffen und habe ein paar neue Lashes, ein paar natürliche, ein bisschen dramatische. Thank you very much. Und hier habe ich auch noch ein Paket von Purish bekommen. Die haben nämlich auch gesehen, dass ich neue Lashes suche. Und die haben auch eine neue Marke bei sich, und zwar House of Lashes. Von denen habe ich auch schon sehr viel gehört. Und da habe ich erstmal eine Karte bekommen. Da habe ich... davon weiß ich gar nichts. So, da habe ich einmal, wie gesagt, das Paar hier bekommen. Und zwar gibt es House of Lashes ganz neu bei Purish. Und das sind die Lashes in dem Style... Wo steht das drauf? Iconic Light. Sehr nice. Dann die Lashes, Lily Lashes in Miami. Das habe ich auch ein paar noch oben. Dann habe ich die Tease Lashes von Lily Lashes. Aus der Glam-Kollektion, glaube ich, ist es. Und Opulence. Auf die freue ich mich schon extrem doll. Das ist schon mal sehr geil. Und was ist das jetzt? Liquid Chrome Illuminating Drops von Suva Beauty. Okay, davon habe ich noch persönlich noch nichts gehört. Wäre ich natürlich, hätte ich einen viel dunkleren Teint, wäre dunkelhäutig oder so, würde das so geil aussehen, aber mir ist das leider viel zu hell. Würde es das in so einem Champagne-Ton geben? Holla, die Waldfee. Please send it to me. Leute, ich bin jetzt am Auspacken von meinem Koffer und mein Spiegel ist angekommen, den ich mir bestellt habe. Den werde ich euch jetzt aber noch nicht zeigen, weil ich hoffe, dass in den nächsten Tagen dieses Sofa abgebaut wird und zu Alina transportiert wird. Wie das noch ausgehen wird, werdet ihr im Laufe der nächsten Woche wahrscheinlich bei mir auf dem Kanal sehen, bei den Vlogs. Aber ich möchte euch alles dann erst zeigen, wenn es klarschiff ist, wenn hier alles so ist, wie ich mir das vorstelle. Ich versuche, den noch so gut wie es geht zu verheimlichen. Ihr werdet den wahrscheinlich in ein paar Vlogs spotten. Dann ist es auch kein Ding, aber... I'm trying. Übrigens wollte ich auch nochmal sagen, dass ich das mega geil finde, wenn Marken sehr aufmerksam sind. Das ist ein Pluspunkt für jeden Influencer und für jeden Kunden da draußen. Ja, ich schaue jetzt mal Berlin Tag und Nacht. Räume hier ein bisschen auf. So, ich werde jetzt mal den ganzen Lashes aussortieren und die neuen einsortieren, die ich nicht anziehe, aussortieren und wegmachen. Und let's do this. So, sieht schon viel besser aus. Das alles aussortiert und Müll, leere Boxen, ja. Ich bin jetzt mit Doja auf dem Weg ins MTZ. Hallo. Thanks. Oh, hier riecht es immer so nach Dojas Dusche. Doja braucht nämlich Bikinis für ihren Urlaub und deswegen gehen wir da jetzt hin. Bist du ready? Achso, du bist schon unten. Yes, wir gehen jetzt los. Wir haben jetzt... kurz nach 8. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Zeig mal dein Bikini, den wir geholt haben bei Hunkemöller. Cute. Ich habe gestern vergessen, Outro zu drehen, deswegen mache ich es jetzt. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Und ja, wir sehen uns in meinem nächsten.